Ach herrlich, so kann der Tag starten, so kann der Morgen beginnen und so kann auch vor allem das Duell beginnen. Ja, ich sag nichts, Mann. Es fuckt mich ab. So, los geht's, Melle. Bam. Endlich. Das Fishing-Duell ist back. Johnny vs. Melle. Ich darf heute den ganzen Tag nur Jig-Köpfe fischen. Das heißt, Jig-Kopf, Shatterbait ist ein Jig-Kopf dran und Skirted Jig. Das darf ich nur fischen mit Gummi. Krebs, Gummifisch, scheißegal. Und Melle darf? Finesse. Ich werde die Finesse-Schiene übernehmen. Das heißt Carolina, Texas Rig, Kickback Rig, Dropshot und alles das, was so aus dem Amerikanischen kommt. Free Rig, Shiburashka werde ich auch mal fischen. Rig. Was für ein Ding? Nace Rig? Kenn ich nicht. Kennst du nicht? Nein. Ist schon gut, Spaß. Spaß, tut mir leid. Alles gut, was soll ich sagen? War so ein Running Gag. Ja. Nee. Ja, also, let's go. Hier seht ihr, Garmin-Uhr, die Garmin-Uhr, Angeln. Wir gehen jetzt auf Angeln. Ich hoffe, ich drücke den richtigen Knopf. Zack, Angeln beginnen. Zurücksetzen, nein. Hoch. Auf GPS warten. Null Fischer. So, was heißt das? Die beißen nicht? Genau, das ist mein Fischzähler. Und was ist, wenn man das jetzt widerlegt, dann würde ich der Uhr aber nicht mehr glauben. Nein, das ist ja ein Fischzähler. Ach, ein Zähler? Ach so, ja, genau. Ich dachte jetzt, der sagt ja an, ob jetzt gerade eine gute Frequenz ist. Das sagt die auch. Die sagt mir sogar genau, wo der GPS-Standort vom Fisch ist. Okay. Also sie sagt dann so, da steht ein Barsch auf 5 Meter, 7 Meter. Das hättest du gerne, ne? Ja, das macht sie natürlich dann nicht. Dann zeig ich mal, wie das geht. Ja. Bla, 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 bla. Christian macht wieder. Johnny wird fertig. Boah, Alter. Was ist denn hier los? Das war der Weg, Mann. Ja, meine Lieben, Fortis Base Modell Fire kann man natürlich hier schön auf den Boden gucken. Vielleicht sehe ich einfach schon mal so einen Standfisch, den ich anwerfen kann. So, wo fangen wir an, Melle? Vorne auf die Spitze, würde ich sagen. Ja? Ja, lass mal. Okay. Ich meine, aber wo du anfängst, kann mir eigentlich egal sein. Wir haben ja ein Duell. Du kannst anfangen, wo du willst. Ja? Okay. Dann fahre ich zum Norbert, zum Barschzüchter. Melle, was sagst du, ganz ehrlich? Wird ein harter Tag, ne? Nö, muss nicht sein. Wird ein guter Tag? 2-3 sollten wir kriegen, ne? Ich zeig euch gleich mal, warum ich die Route hier fische. Ich hau damit einfach eine Mörderdistanz raus, ne? Und gerade als Uferangler sind große Distanzen ja sehr von Vorteil, ne? Wichtig ist auch, nicht zu aggressiv zu fischen. Das heißt, erstmal zu gucken, was wollen die Fische überhaupt. Eher eine langsame Aktion oder dann eben schnell. Aber ich fange meistens eher langsam an. Und wenn ich dann merke, in 1-2 Stunden, da tut sich nichts, dann werde ich dann ein bisschen aggressiver. Dann werde ich dann mit höheren Sprüngen oder schwereren Bleien werde ich dann arbeiten. Ja, wir gucken mal. Ich bin guter Dinger. Jetzt. So, jetzt bin ich hier. Genau an der Kante, jetzt wird das hier nämlich kiesig, das kann man jetzt wunderbar sehen, wenn man mal auf die Spitze guckt, das sind jetzt alles Steine, über die ich da ratsche. Ich habe auch eine spezielle Montage, die werde ich euch auch nachher mal zeigen. Das ist nicht das Kickback-Rig, was jeder kennt. Ich habe da ein bisschen umgezwitscht, ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht, aber das zeige ich euch gleich noch. Jetzt zeige ich euch mal, warum ich die so gerne fische. 30 Gramm drauf, Kickback, voll durchziehen. Und dann gebe ich ihn. Das waren jetzt 50 Meter mal eben locker aus dem Handgelenk. Ja, so viel dazu. Und gerade als Uferangler, ja, wenn man einen großen See hat und man muss weit raus, um an den Kanten zu kommen, sind eben solche Routen, die sich gut aufladen, ein bisschen weich sind, aber immer noch ein Rückgrat haben, auf jeden Fall von Vorteil. Nur, dass ihr Bescheid wisst, Melle macht bei den Paralympics mit. Als Weitwurf, wie auch immer, Weitwürfer. Heißt das so?
Ich catche die auch. Oh, da ist der erste, gerade mit dem Wurf. Ich habe euch noch den Weitwurf gezeigt. Komm her. Und kriege hier einen richtig geilen Fisch drauf. Oh, Junge, das ist ein richtig fetter Barsch, oder? Oh, Jungs. Barsch, ne? Ja, Barsch, natürlich Barsch. Wir wollen Barsch, Barsch. Ja, Jungs, so kann der Tag beginnen. Boah, Alter, was für eine Kanone. Du. Da kommt er. Boah, das könnte ein Fuffi sein, Mann. Zack. Boah, das ist auf jeden Fall eine Keule, Mann. Ja, was soll man dazu sagen? Einfach unverschämt, ne? Auf den ersten Wurf pflückt er hier so ein N40er Barsch weg. Ich könnte schon voll abkotzen. Ja, was soll man machen? Hast du was anderes erwartet, Junge? Ja, ich weiß. Das ist ja der Hafen. Der Hafen, Barschmeister, König, wie auch immer. Kann er doch in Holland. Er ist, ja, ne? Er ist auch der Holland-Barschkönig. Nee, das ist ja, das ist ein anderer. Ich wollte gerade einen Namen nennen. Ich habe hier ein kleines Maßband. Ich brauche keine Palette oder sonst irgendwas. Genau, den messen wir jetzt aber in Hängen. Auch ganz genau. Machen wir mal eben grob drüber. So, nee, so ist er genau. Ja, Digga, wir haben 49. Ja? Ja. Hängen, ich brauche hier 49,5. Ja, warte. Ist okay. Ja. Ja. Hier haben wir den schön. 49,5er. Das war jetzt der zweite Wurf. Ne, und ja, was soll ich sagen? Einfach herrlich. So kann der Tag starten. So kann der Morgen beginnen und so kann auch vor allem das Duell beginnen. Ja, ich sag nichts, Mann. Das fuckt mich ab. Melle hat vorgelegt. Er hat ihn gekratzt. Er hat den Barsch gekratzt an den Eiern, aber mal ganz hart. Nein, Spaß. Jetzt ist natürlich die Sache, was mache ich jetzt? Also, der Jig-Kopf, den kann ich natürlich auch kratzen. So, und dann nehme ich hier einen 5 Gramm, da seht ihr es, der passt ideal. Den hocke ich jetzt mal vorne auf. Zack, der kommt nämlich einer Grundel ganz gut nah, ähnlich. Er ähnelt der Grundel, da seht ihr es. Dann gucken wir, da muss der Schenkel rein. Setze ich den Daumen zur Markierung, tu den Schenkel rein und habe ihn so. Schön am 5 Gramm Kopf. Und jetzt zeige ich euch, was ich mache. So, und jetzt twitche ich den immer so pop, pop, pop. Aber langsam, langsam. Aber es sieht schnell aus, aber ihr seht, ich drehe ganz langsam. Aber dadurch, dass ich so einen leichten Kopf habe, habe ich eben eine langsame Köderführung, aber trotzdem eine hektische. So, pop, 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 ne? Wie so ein krankes Fischi, was da so rumeiert. Und jetzt bin ich gleich an der Kante. Und wenn ich an der Kante bin, ziehe ich ihn wirklich ganz langsam, minimal die Kante hoch, weil durch dieses leichte Anziehen hebt er sich trotzdem ab und plumpst nicht wenigstens, also so pupp, so abpuppt auf den Boden. So, da merke ich schon die Steine. Und hab trotzdem, kann ihn trotzdem noch hüpfen lassen und auch mal liegen lassen. Und wenn der Barsch sich den vom Boden aufsaugt, der saugt ihn auch mit einem 10 Gramm Kopf auf. Aber mit einem 5er saugt er ihn natürlich viel besser auf. Viel leichter. So. Und das mache ich jetzt so lange, bis ich einen Barsch gefangen habe. Und Christian seine Rotzperlen aus dem Bart raus hat. Der Johnny wollte mich jetzt mal eben von einer anderen Route überzeugen. Puh. Ja, nicht der Angler fängt den Fisch, sondern die Route, oder was? Aber schön. Ah, gute Kombo, oder? Ja. Werf mal mit. Schön. Ja. Kann man machen. Ja. Ich ziehe meine Köder nicht so auf. Ja, ein bisschen krumm. Da. Ja, ein bisschen krumm. Dickkrieg ist auch krumm. Ich bin Perfektionist. Dickkrieg ist auch krumm, sagt er. Ja, kein dickes gerade, ne? Können wir gleich mal gratulieren. Filmst du? Ja, so ist das in Holland, ne? Hier ist Angeln, ist hier Volkssport. Und sogar die Frauen hier werden mitgenommen und die haben richtig Spaß am Fischen. Ist in Deutschland ein bisschen schwieriger alles, weil wir da halt alles kaputt schlagen müssen. Hier ist das Volkssport, ne? Einfach eine schöne Sache, einfach. Hier gratuliert auch jeder jeden um den Fisch. Hier gibt's keine Geier, hier gibt's keine Neider. Doch, Alter, ich bin voll neidisch und ich gönne der Alten den Fisch kein bisschen, Mann. Ich kotz voll ab. Also ich gönne dir den, ich hab auch schon einen. Ja, ist klar, ne? Da musst du jetzt aufnehmen, was? Meine Finessebox. Ja, der Mellis ist natürlich nach vorne gerannt. Eigentlich schlau, direkt an die Muschelbank, wo noch keiner von uns gefischt hat. Aber wenn ich jetzt den 75er Hecht fange, führe ich sogar um einen Punkt. Deswegen twitche ich mit dem 5 Gramm Kopf
bisschen zügiger jetzt mal durchs Mittelwasser. Er hat trotzdem eine lange, langsame Absinkphase. Ihr seht es ja. Blendet es euch mal ein, da könnt ihr es sehen. Und so ein Hecht, der steht hier ja gerne mal so im Flachen um die Jahreszeit. Die hübsche Holländerin. Einen dicken Barsch gefangen. Jetzt gehe ich auf die andere Seite vom Steg und werfe immer neben ihre Pose. Und wenn er dann am Barsch kommen will und den Wurm essen will, oder den Köderfisch, dann sieht er, mein Gummi ist den. Ist ein guter Plan, oder? Ja, ich finde die Kante nämlich nicht. Weil wo wir auf dem Steg standen, war die Kante kurz vorm Steg und der Steg ist ein bisschen weiter draußen. Wenn du eine Kante suchst, steht hier. Ja, ja. Die Duisburger Kante aus der Vulkanstraße, Junge. Schnelles Nebengewerbe. Vulkanstraße. Ich war noch nie Straße. Ich war Hafen. Jetzt hat hier eine kleine Marina. Da machen wir jetzt mal einen schön hier längs dieser Einfahrt entlang. Ich weiß, dass da eine Kante ist. Guck mal, wer steht da auf der Kante? Ach, ist halt ein schöner Morgen, ey. Echt. Barsch in der Hand. Sonne scheint. Johnny liegt im Rückstand. Was willst du mehr, ne? Wir haben ja noch früh am Morgen. Obwohl. Ja doch. 9:09. Müll mal schon rein. Boah, die stinken so pervers. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Aber der Perch Dancer ist ein mega geiler Köder. Den habe ich auch gemacht. Das waren noch die glorreichen Zeiten bei Balzer. Voller Ruhm und Ehre. So, hier, der Perch Dancer. Oben im Infobutton gibt es ein Video. Könnt ihr euch mal angucken. Habe ich über die Perch Dancer ein Video gemacht. Ist ein extrem geiler Bait. Habe ihn viel im Sommer gefischt. Aber bevor wir jetzt hier nicht abhauen aus dem Hafen, kann ja natürlich sein, dass hier irgendwie noch ein Hecht rumlungert oder so. Und ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, die Shatterbaits von Quantum aus der 4 Street Serie sind extrem geile Shatterbaits. Und ich habe natürlich mit dem Dietmar Sajasch, leider ist er nicht mehr bei Quantum, habe ich natürlich den Shatter Lametta gemacht. Ihr seht ihn. Aus Lametta. Shatter Lametta heißt er. Aus der Forstie-Serie. RF Shatter Lametta. Und den leier ich jetzt hier noch durch den ganzen Hafen durch. Kann natürlich auch einen Barsch bringen, keine Frage. Shatterbait und Barsch klappt gut. Aber wenn hier irgendwie so ein kapitaler 70er, 80er Hecht unterwegs ist, so einmal nass machen, dann ist natürlich blau-weiß, blau-silber. Das ist natürlich eine ganz geile Hechtfarbe. Dann kann ich den natürlich abgreifen. Das ist natürlich der Plan. So, den lasse ich jetzt bis auf den Boden absinken. Und dann kurbel ich den hier einfach durch. Kurbel ich und kurbel und kurbel. Die sind auch richtig gut. Also die Forstweed Shatterbaits sind echt eine Bombe, sofort. Da braucht ihr nichts machen. Das Ding flattert und rattert. Boah. Solche Slipanlagen werden oft auch unterschätzt. Weil man denkt, hier wird viel Radau gemacht. Oder das ist oft ein Fehler, solche Stellen dann nicht zu beangeln. Ne? Zu den Inseln. Ahoi! Ja, ach, ja, zum Glück laufen nicht ein. Das ist so weit zu laufen. Ich habe da keinen Nerv drauf. Deswegen müssen wir nur noch 2 Kilometer fahren. 2 Kilometer haben wir es geschafft. Ja, wollen wir mal starten, ne? Hauen wir mal den zweiten raus. So, hier habe ich meine Finesse-Box vom Balzer, auch sehr praktisch. Habe ich jetzt auch schon ein paar Jahre im Gebrauch, aber da ziehe ich immer meine fertigen Systeme auf, damit ich quasi griffbereit immer sehr schnell
umswitchen kann und dadurch auch ja, natürlich sehr flexibel bin. Ne? Das heißt, 10 Minuten die Montage, 10 Minuten die Montage, 10 Minuten die Montage und irgendwann hat man dann die Montage, wo man merkt, da sind sie ein bisschen williger drauf und die lässt man dann dran. Ne? Da muss man nicht ständig neu bauen. Ja, so geht das eben viel schneller. So. So, kleiner Tipp für Einsteiger, wenn ihr Gummifische auf Offset-Haken aufzieht. Kleiner Tipp ist es immer, die Hakenspitze minimal oben in das Gummi zu schieben. So kann man sich sicher sein, dass der Köder auch immer schön gerade steht. Ja. Starten wir mal. Und beim Biss kein Problem, der wird runtergedrückt und hakt natürlich. Ne? Aber immer so ein bisschen mit einstechen hier, so die Hakenspitze gerade so bedeckt ist. Aber so läuft der Köder auch gerade und ja, man sammelt weniger Dreck ein. Kleiner Tipp. Heute Morgen, das war ein Zufallsfisch. Darauf wollen wir uns natürlich nicht ausruhen. Ja, wir wollen ja den Johnny heute nass machen. Man sieht ja schon seine Verzweiflung. Nimmt ja schon ein Chatterbait, das ist ja sein Ass im Ärmel. Und das nutzt er jetzt schon, dann sieht man schon, dass der Junge richtig verzweifelt gerade. Der ist innerlich schon am Kämpfen. Ich habe ja schon ein paar Mal mit dem gefischt. Und das wirft dann jetzt so ein bisschen zurück. Schon geil, ne? Haben wir aus einem Rundkescher einen Ovalkescher gemacht. Wir haben ja bald Ostern, oder? So. Ja. Scheiße. Ja, Barschpassereien. Was sagst du eigentlich dazu, dass dein Kontrahent sich selbst außer Gefecht setzt? Gut. Also ich will ja nicht, dass er irgendwelche körperlichen Schäden oder sich verletzt. Ja, das war schon ganz lustig. War sehr amüsant, den Flying Medal zu sehen. Das kann er, das war das Flywig. So Leute, noch mal ganz kurz. Ich nutze mal eben kurz die Gunst der Stunde und zeige euch meinen Kickback-Rig. Ja, viele kennen es als Festmontage. Man kann einen Dreifachwirbel nehmen. Den ersten nach oben führenden Wirbel oder die Ösel kommt quasi dran, dann hat man ja den Seitenarm und nach unten hin. Das ist quasi die starre Verbindung. Die nutze ich auch sehr gerne im Fluss. Weil im Fluss hat der Fisch nicht viel Zeit zum Überlegen. Entweder er packt oder er packt nicht. Das heißt, dann spielt es doch keine Rolle, ob er jetzt gerade einen Widerstand spielt oder nicht. Das geht ja innerhalb von wenigen Sekunden bis Anhieb, Klatsch. So, in so einem großen, klaren See sieht die Sache leider ein bisschen anders aus. Man kann es so fischen, wie man es kennt. Allerdings bin ich der Meinung, dass gerade wenn die Fische vorsichtig beißen oder wenn man klares Wasser hat, dass man dann ja, darauf achten sollte, dass man so wenig Widerstand wie möglich hat. Deswegen habe ich eine Kickback-Montage mit einem laufenden Seitenarm quasi, ganz normal. Hier oben ein Wirbel, nach unten führend, ca. 10 cm Seitenarm und hier habe ich jetzt ein 30 Gramm Blei. Man kann variieren, 20 Gramm, je nachdem wie weit man rauskommt, je nachdem wie gut man klarkommt, je nachdem wie leicht man fischen möchte. Grund dahinter ist einfach der, wir führen die Montage ganz langsam über den Grund, der Köder schleift hinterher. So, jetzt kommt der Barsch, packt sich den Köder, spürt aber das Blei nicht. Der spürt einmal kurz meine Rute. So, wenn der Barsch jetzt überlegt, halte ich den Köder jetzt fest, nehme ich den. So, dann zieht der Barsch ab, merkt aber den Widerstand des Bleis nicht. Und er kann ganz schön an freier Leine gehen und wir können ihn eine verpassen. Gerade alte Barsche, die lassen dann oft schon mal los. Man hat dann einen Biss gehabt, man wundert sich, was ist jetzt gerade passiert. Liegt oft daran, dass eben ganz die alten, schlauen Barsche diesen Widerstand spüren. So, und der ist hiermit eben aufgehoben. Und so fische ich hier am See. Das hat ja vorhin, beziehungsweise heute Morgen schon super geklappt. Ja, die Montage fische ich natürlich weiter. Aber das wollte ich euch mal eben kurz mit auf den Weg geben. Einfach mal ein bisschen überlegen, ein bisschen umdenken, etwas anders machen wie alle anderen und dann klappt das auch mit den dicken Fischen. Ganz kurz, was ich euch auch noch mit auf den Weg geben kann, ist die Tatsache, dass ich meinen Seitenarm relativ kurz halte.
wenn der Seitenarm jetzt länger ist, sage ich mal 20, 30 cm, beim Einzug befindet sich das Blei nicht unweit vom Köder. Und das ist für mich eher ein Schrecksystem, sage ich mal. Deswegen kurz gehalten, so schleift das hier ein bisschen, dann macht den Barsch neugierig, der kommt an und sieht dann im Endeffekt den Köder. Wenn das Blei jetzt hier unten hängt, dann weiß ich nicht. Also für mein Befinden so gehört sich sowas einfach nicht, keine Ahnung. Ich fische immer so unauffällig wie möglich. Ja, deswegen schön kurz gehalten. Dann verschreckt man auch die Fische nicht, die das System vielleicht schon kennen. Ja, so gehe ich vor. Ich habe gleich eine Überraschung für den Johnny. Ich glaube, den kann er besser nutzen. Für Johnnys Barsche. Den kriegt er gleich von mir ganz unauffällig. Den kriegt er auf die Tasche gelegt. Du Arschloch. Bei denen da auf meinen. Der Zielfisch orientiert, oder? Dann kann ich Jellyfisch fangen. Jetzt habe ich hier von Owner den Yuki-Buck am Shiburashka Tungsen. Und der Clou an dem Köder hier ist der, wir haben hier eine Luftkammer drin. Und wenn ich den stehen lasse, dann geht der Köder hoch hier hinten. So, jetzt habe ich das aber noch mal ein bisschen verfeinert und habe hier noch eine Glasrassel drin, die natürlich auch mit Luft gefüllt ist, die dann aufsteigt. Allerdings, ja, mit dieser Glasrassel, das könnte diesen kleinen Schlüsselreiz geben. Und das probieren wir jetzt mal aus. Ja, ich führe den Köder auch sehr facettenreich. Entweder mache ich kleine Sprünge und lasse ihn dann mal eben 1-2 Sekunden liegen, damit sich auch dieser Schwanz nach oben hin ein bisschen aufblustern kann. Oder ich schleiche den einfach über den Grund. Dann ist die Hängergefahr zwar sehr hoch, aber eigentlich bin ich mir hier sicher, dass wir hier kaum Hänger kriegen. Und dann schleife ich den einfach über den Grund. Durch dieses über den Grund schleifen und dieses stetige über den Kies schleifen, kommen natürlich auch die Geräusche der Glaskapsel kommen raus. Ne? Didi? Hi. Hörst du mich? Didi, du bist hier gerade mitten im Videodreh. Wir drehen hier gerade eine neue Folge Fishing Duell und haben nur einen einzigen Barsch gefangen. Okay. Also entweder haben wir Pech oder wir können es nicht. Kannst du mir einen Standort schicken, kannst du mir einen Standort schicken, wo ich parken kann? Ich schicke dir eine Adresse, die kannst du eingeben und dann wirst du schon sehen, dass du da parken kannst. Ah, super. Du bist nämlich mein Joker, Didi. Ich wollte gerade fragen, ist das jetzt dein Telefonjoker? Ja, oder das ist mein Telefonjoker, der Didi, genau. Ja, so ist das. Didi, bester Mann. Ich danke dir. Danke, Didi. Danke, ciao, ciao. So, das war mein Telefonjoker. Jetzt habe ich noch den Publikumjoker. Schickt mir mal einen guten Spot in die Kommentare, meine Freunde. Also, der hat genug Spots, der braucht nichts von euch. Fallt nicht darauf rein. Passiert. Scheiße. Gebt uns doch mal einen Tipp, was ihr euch als nächstes für ein Fishing-Duell wünscht. Was sollen der Melle und ich machen? Das wäre cool. Schreibt mal drunter. Vielleicht habt ihr ein paar coole Storys, was wir machen können. Weil schlimmer wie hier kann es nirgendwo sein. Ich ruhe mich ein bisschen aus. Ist das herrlich. Das ist der alte Mann halt nicht gewohnt, ne? Mal ein bisschen aktiv zu sein. Der sitzt ja nur in seinem Boot, der faule Sack. Guckt auf seinem Gameboy. Ja. Er sollte nur nicht rummeln, wenn ich jetzt anfangen sollte, ne? Dann stehen die Chancen gar nicht gut. Vorher war 50-50, wenn zwei Angler im Duell angeln. Hat jeder seine 50-50 Chance. Jetzt habe ich 100% Chance. Schauen wir mal. Ich hab da was gespottet. Ein Penner. Also, komm, schleichen wir uns mal an.
Was mit Angeln? Wie viel haben wir? Zeit zum Fischen, Kollege. Boah, ich habe eine Stunde geschlafen. Eine Stunde? Ja. Eine halbe. Eine halbe. Eine gute halbe haben wir dich gelassen. Ich habe 3 Barsche. Na, aber doch kein Scheiß, Mann. Frag den Christian. Ehrlich? Mhm. Boah, was für eine Scheiße, Alter. Da vorne alle, Steine. Boah, ich muss die Sonnenbrille aufsetzen, ich sehe gar nichts. Ach, Mann, Alter. Ja, ich mach weiter, ich baue die Führung weiter aus. So, meine Lieben, jetzt ist Johnny wieder back, voller Energie. Ihr merkt, ich habe wieder ein Lachen drauf. Das hat der Melanhänger und das nutze ich aus. Am nächsten Spot. Natürlich, Alter. Hat deine Freundin mir doch erzählt. Ach, ist das warm, ey. Also für 5 Minuten war ich noch motiviert, Melle. Ja, jetzt bin ich wieder müde. Dann leg dich wieder hin, ich kann weiter. Also die Stelle muss dann aber rausreißen. Dann werden wir schon eine Stunde Auto fahren. 4 Minuten. Boah, ich fahre hier im Wolf, ey, Bruder. Diddy, wo hast du mich hingeschickt? Jetzt sind es 9 auf einmal. Ich hätte in die andere Richtung fahren müssen, deswegen waren es 4. Guck mal, dass wir hier nicht abstürzen. Was hast du hier vor? Ja, hier. Was ist das für ein... Ja, ich weiß. Nee, das ist hier die Leck und da ist so eine ganz geile Stelle. Da werden wir auf jeden Fall. Also müssen wir jetzt komplett durchfischen, bis zum Ende. Ich hoffe echt, dass die Stunde Fahrt sich jetzt gelohnt hat, sonst hätten wir da bleiben können. Ja, wir haben uns ein bisschen verfahren, ich weiß. Du hast dich ein bisschen verfahren, ja. Nicht wir. Nur er. Oh! Wir sind hier. Ja, wir sind richtig. Wir müssen jetzt den ganzen Weg dahin laufen, Mann. Ach, du Scheiße. Warum? Ist doch nicht weit. Laufen ist doch gut. Kennst du dich da aus? Als Uferangler. So eine Scheiße, die Leute. Ich bin da echt. Ich bin so ein bisschen am Zweifeln gerade. Echt, ob mein. Nein. Ja, da wollen wir. Was ist denn dieser. Hast du deinen Ernst? Halt mal fest. Ja, ja, ich guck auch nochmal eben. Sicher. Sofort alles aufgewühlt hier. Ganz Bodenbereich. Ich dachte, das wäre ein Hecht gewesen. Hm? Das sah aus wie ein Hecht vorhin. Was? Wo der hingeworfen hat. Und der unter diese Wolken gekommen. Das sah aus wie ein Hecht. Den du dann so vertrieben hast, weißt du? Ja, da ist doch. Nee, der stand da. Wenn ja, da war ja eine große was. Das hab ich dann nachher genau gesehen. Der stand da. Ach, fick mich bitte. Da stand er. Hast du ihn gesehen? Ja, richtig, hab ich auch gesehen. Ja. 300 Meter hat der Didi gesagt vom Parkplatz. 300 Meter ist weit zu laufen. Nee, nee, Johnny, 300 Meter. 300 Meter, Didi. 300 Kilometer. Ach du Scheiße. Bin ich ja mal gespannt, was eure Spots so bringen. Ja, der wird liefern. Ja? Ja, natürlich. Bei mir ist das so, ich guck Google Maps, guck drauf, fahr da hin, entweder läuft oder läuft nicht. Aber ich hab dir gesagt, da ist der Parkplatz, wo mein Finger ist, ist das Gatter. Ach so, du hast den Parkplatz nur genannt, ja, das war gut. Ja, okay, ich nehme alles zurück. Didi hat gesagt, 300 Meter, der hat da vorne geparkt, ist einfach runtergelaufen. Der hat nur den Parkplatz als Beispiel genannt, damit ich auf der Karte finde, wo es ist und wir sollten da gar nicht parken. Hey, Johnny, du bist so ein Held. Ich frag mich, wie das gehandhabt wird. Weil er holt sich ja einen Bonus nach dem anderen. Der holt sich den Spot. Der kriegt das und das. Der macht einen Anruf und kriegt alles. Und wenn er jetzt noch einen dicken Fisch fängt oder mehr wie ich, zählt das dann? Aber darüber würde ich mir mal Gedanken machen. Ne? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so findet. Ob das jetzt ein Vorteil oder ein Nachteil ist. Ob ihr das gut oder schlecht findet. Ne? Schreibt mal in den Kommentaren. Da bin ich mal gespannt, wie da eure Meinung ist. Ich würde den Mel nur müde machen. Ich werde nicht müde. Du bist müde. Jetzt habe ich hier auch einen Shirazu Akiri Wurm. So, karamellfarbener Köder mit babyblaue Flakes. Babyblaue Flakes kann ich zum Barschangeln nur empfehlen. Also es gibt mittlerweile sehr viele Köder, die diese Flakes eben beinhalten. Und wenn ihr mal darauf achtet oder so, wenn ihr viele Bilder verfolgt und Fänge und dann auf die Köder achtet, da seht ihr, dass diese
ja, dass sehr viele Flakes diese, oder sehr viele Köder diese blauen Flakes drin haben. Ne? Warum auch immer, aber ich find's geil. Ja. Noch in Bewegung bleiben, damit der Köder auch läuft. Ne? Ja, ist schnell. Guck mal. Das Fisch geil ist, weil ich in Führung liege und er nicht. Muss er nachlegen. Wir fangen langsam an zu frieren. Und geschwitzt gibt es ganz schnell eine Erkältung. Schnell was drüber erziehen. Ne? Jetzt habe ich natürlich meine Thermojacke im Auto gelassen, weil ich so faul bin. Und gleich wird es bestimmt kalt. Und dann gibt es eine Erkältung. Irgendwann kommen sie hier. Die Zander werden wahrscheinlich kurz vor dem Dunkeln. Genau, Dämmerungsphase. Komm. Oder ich schneide. So, Stein. Und wo kommt denn hier die Strömung? Kommt die von da oder von links? Ich kann das gerade gar nicht einschätzen hier. Ich glaube, sie kommt von irgendwo, muss hier noch was kommen. Ich habe hier ein Spinnerblatt. Eigentlich vielleicht nicht schlecht, ne? Mai Mai. Immer eine geile Farbe. Von Z-Shit. Ja, den hat der Johnny gebastelt. Mit 10 komme ich nicht runter. 20 wird wahrscheinlich zu schwer sein. Dann muss ich einen 15er rausholen. Was haben wir denn hier? Vielleicht wollen sie es ja ein bisschen zackiger. Zacki, zacki. Die Weitwurfmaschine. Abends hier noch Spundband, glaubst du nicht. Das Ding ist einfach ein Magnet für Raubfischer. Die Spundband. Schön, abends kommen sie hin. Da ist schon ein bisschen Zucht drauf, Melle, ne? Mit 15 Gramm Jig komme ich nicht klar. Ich habe hier 30 Gramm hier drauf auf Tiefe. Ja, ich habe 20 am Jig. Hat der Melle abgenommen? Bist du gerade hier rüber gekommen? Nee, ne? Wo ist denn Melle lang? Ich dachte gerade, Dinger hasse. Oh, fuck, Alter. Also auch keinen Dorn. Im See und fischen wieder durch und dann mal Feierabend.
Wo wir angefangen haben, meinst du? Ja, da vorne, da war wenigstens tief. Oder? Ja. Den ganzen Tag kein Biss in diesem scheiß Tümpel gehabt. Oh doch, einen Biss hatten wir, ja, habe ich vergessen, einen Fisch. Der letzte Spot, der hätte so geliefert, Leute, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das wäre ein Barschmassaker geworden. Ich glaube, so viel Gummis habe ich gar nicht bei, wie wir verblasen hätten. Weißt du, was hart wird? Der ganze Weg wieder zurück. Ja, Mann. Hier durch. Boah, ihr seid aber auch richtige Bootsangler, ne? Ja, wir sind Bootsangler. Richtige Bootsangler. Richtige Bootspussis. Ich habe nichts mehr gewohnt. Ein bisschen Unterholz. Ich will wieder auf mein Boot. Ja, will ich auch. Ah, Leute. Ich will von meinem Gameboy. Nichts gewohnt. Das ist, glaube ich, dieses Jahr meine 100. Ufertour. Deine erste, ne? Meine, ja. Meine erste. Ja, ja, komm, weiter geht's. Mir wird kalt, wenn ich stehe. Wieder durch die Dorn. Nicht kraut. Leute, was habe ich mich hier eingelassen? Warum habe ich mich nicht einfach durchgesetzt? Hier? Boah, ey, das macht er doch mit purer Absicht. Es gibt nichts Schlimmeres für ungeduldige Angler. So, für die etwas jüngeren Zuschauer unter uns möchte ich nur mit auf den Weg geben. Ihr seht ja, dass ich jetzt hier an so einem Steilufer sitze. Solche Ufer, die mit Vegetation in Verbindung sind, die können nicht abbrechen. Es gibt auch Ufer, die bestehen komplett aus Sand. Und dann sind solche Ufer eben lebensgefährlich, weil die brechen ab, ziehen euch mit runter und ja, will natürlich keiner, ne? Deswegen kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr an Steilufern angelt, guckt, dass genug Uferböschung vorhanden ist. Uferböschung sorgt natürlich für Festigung durch Wurzeln und da bricht auch nichts ab. Kann ich euch nur mit auf den Weg geben. Und falls ihr mich gerade gesehen habt, wie ich auf die Schnauze gefallen bin, was ich euch auch nur noch mit auf den Weg geben kann, ist vernünftiges Schuhwerk. Ja, nur mal so ein kleiner Tipp am Rande. 2021, ich habe geschneidert. Mein erster Schneidertag, Jura. Ja. Hat mich trotzdem gefreut. Geiler Tag. Ja, war trotzdem ein schöner Tag. Wow. Ich meine, ich mag solche Fische nicht, die direkt am Anfang beißen, aber das kann man sich nicht aussuchen. Ich hätte lieber einen ganz am Ende gehabt, aber ja. Gut geschlafen, gut gegessen, viel gelaufen, was für den Körper getan. Hart gefischt, ja. Ja, du, ja, ich nicht. Ja. Ich habe heute ein bisschen... Ich freue mich auf die nächste Tour, Alter. Ja, auf jeden Fall. Finesse war besser. 49,5, Junge. Ja. Muss man auch erstmal so einen schweren Tag schaffen, ne? Leute, ihr kennt selber, wo nichts geht. Hafenmeister Melle zaubert natürlich 49,5 raus, ne? Was soll man dazu sagen? Wir sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und dann schauen wir mal, wer dann gewinnt, ne? Was wir dann für eine Story für euch haben. Schreibt mal in die Kommentare nochmal. So, was ihr gerne mal sehen würdet, eventuell, vielleicht kann man das ja machen. Und ganz wichtig, unten in den Kommentaren findet ihr natürlich das Tackle, wie immer, die Links, was wir gefischt haben, Melles Routen, meine Routen, Rollenköder und so weiter, bla 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 bla. Und nicht vergessen, whoeverfighters.de, auch nicht, doch, checken, nicht checken, nein, doch, ihr müsst es checken. Und wenn ihr mal bei mir guckt, auf Instagram, Matthias Melchior, wird auch eingeblendet. Da seht ihr auch noch geile Fänge. Genau, und whoeverfighters.de, seht ihr auch nochmal den Instagram-Button, schön liken, abonnieren. Followern, disliken, haten, alles ist erlaubt bei uns. Alles erlaubt. Ne, Hauptsache, ihr macht irgendwas. Bam.